Netzneutralität. Da haben wir wieder in, und zwar gerade in Deutschland, Taliban-ähnliche Entwicklungen. Da ist die Netzgemeinde, da sind die Piraten unterwegs, da geht es um perfekte Gleichmacherei. Und da heißt es die böse Industrie. Da geht es nicht um die Industrie, da geht es nicht um den Vorstand und sein Gehalt. Wenn Sie Verkehrssicherheit in Echtzeit haben wollen, da geht es um unser Leben, dann muss dies absoluten Vorrang haben in Qualität und Kapazität. Wenn wir das Portalkrankenhaus im ländlichen Raum, das bei einem schweren Unfall vielleicht auch Operationssaal sein soll und das Uniklinikum mit dem Oberarzt macht dies, wenn diese digitale und elektronische Operation möglich sein soll, dann geht dies nur in perfekter Qualität und Kapazität der Übertragung der Anweisungen, die der Oberarzt im Organbereich Lunge oder Herz oder Kreislaufgefäße beim Patienten gibt. Das muss uns doch wohl etwas wert sein. Und da kann man doch nicht von perfekter Gleichheit reden. Ist es wichtiger, dass im Auto hinten rechts hockt die 6-jährige Tochter und lädt sich Musik runter, YouTube, hinten links hockt der 9-jährige Bengel und macht irgendwelche Games? Ist es wichtig, dass die beiden in Echtzeit oder dass das Alte vorne links in Echtzeit hört, von rechts kommt jemand? Ich finde, YouTube herunterladen hat ein paar Sekunden Zeit. Ich finde, das Game kann man auch mal irgendwo nicht perfekt auf dem Bildschirm sein. Aber Verkehrssicherheit, ein kommerzieller Dienst. Gesundheit, ein kommerzieller Dienst. Und ein paar andere fallen mir ein, sollten von der Netzneutralität, von diesem Taliban-ähnlichen Thema abweichen dürfen.